Lausitz. Wir betreuen Generationen. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter avo-lausitz.de. Jetzt beruflich fortbilden zum Bilanzbuchhalter, Betriebswirt, Handelsfachwirt oder jetzt neu zum Wirtschaftsfachwirt mit IHK-Abschluss. Auch die Förderung durch Meister BAföG, Bildungsprämie, Bildungscheck oder Bildungsgutschein ist möglich. Jetzt informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Telefon 20 90 65 und im Netz unter zusack.de. Löber feiert, feiern Sie mit beim 18. Sächsischen Landesernte-Dankfest vom 18. bis 20. September. Innenstadt und Messepark werden zum Festgelände mit Bauern- und Handwerkermarkt, Bühnenprogrammen und Rummel. Besonderes Highlight am Sonntag, der große Festumzug. Der Eintritt ist frei, mit freundlicher Unterstützung des Freistaates Sachsen. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, den 14. September. Wenn Sie demnächst eine Reise nach Tschechien planen, dann sollten Sie auf jeden Fall Ihren Ausweis oder Reisepass einstecken. Denn auch Sachsen führt in der Flüchtlingskrise jetzt wieder die Grenzkontrollen ein. Damit will man die Registrierung der Asylbewerber wieder in geordnete Bahn lenken. Seit 2008 gehören solche Bilder eigentlich der Vergangenheit an. Grenzkontrollen zwischen Sachsen und Tschechien. Doch angesichts des Zustroms von Flüchtlingen soll nun wieder kontrolliert werden. Auch wenn die deutsch-tschechische und die deutsch-polnische Grenze zurzeit keine Flüchtlingsschwerpunkte sind, wie es am Montag auf der Pressekonferenz des Innenministeriums in Dresden hieß. Die tschechische Grenzpolizei hat die Grenzkontrollen entlang ihrer Außengrenzen auch verstärkt. Und die Bundespolizei ist derzeit dabei, entsprechend auch Kontrollen vorzubereiten. Es soll noch im Laufe des heutigen Nachmittages entlang der A17 eine stationäre Grenzkontrolle, eine Kontrollstelle eingerichtet werden. Das ist wirklich wieder zum geordneten Verfahren kommt, dass eine Registrierung erfolgt und dass sozusagen dann auch innerhalb Deutschlands zumindest klar ist, wer ist bei uns und wer hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Opposition im Sächsischen Landtag bezweifelt, dass Grenzkontrollen die Lage entspannen können. Ich glaube, genau das Gegenteil wird passieren. Die Menschen werden über die grüne Grenze kommen. Sie werden also nicht mehr mit der Bahn kommen, sie werden also nicht mit dem Auto kommen. Dann werden sie in einzelnen Gruppen, in kleinen Gruppen über die Grenze kommen und wir werden erleben, dass wir ganz viele Todesopfer wahrscheinlich auch zu beklagen haben, weil genau das wieder passiert, was wir ja auch schon mal Anfang der 90er Jahre haben, dass Menschen auch in der Neiße ertrunken sind, weil sie eben einen illegalen Grenzübertritt damals gemacht haben. Sachsen baut seine Erstaufnahmeplätze weiter aus. In der Landeshauptstadt Dresden sollen im ehemaligen Technischen Rathaus Flüchtlinge untergebracht werden. Insgesamt stehen im Freistaat 10.500 Plätze zur Verfügung. Wir haben, denke ich, sehr deutlich gemacht, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, dass auch in Sachsen die Kapazitäten weiter nach oben gefahren werden. Sie haben es mitbekommen, vom vergangenen Wochenende bis heute haben wir einen Aufwuchs von ca. 1.000 Erstaufnahmeplätzen bekommen. Oppositionsführer Gebhardt fordert, notfalls Immobilien zu beschlagnahmen, um Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Wir sind in einer schwierigen Situation, natürlich. Und ich weiß, dass die Bundesrepublik Eigentum als größtes schutzenswürdiges Gut gibt. Ich halte aber Menschenleben für viel schutzwürdiger als Eigentum. Und deswegen sage ich auch an dieser Stelle, da muss man eben auch mal zur härtesten Maßnahme greifen, die es gibt, nämlich Eigentum. Verpflichtet zwar, aber dann kann auch der Staat mal eingreifen und sagen, nee, wir requirieren jetzt diese Immobilie, wir brauchen die jetzt einfach für die Unterbringung der Flüchtlinge. Am Donnerstag will Innenminister Ulbich das nächste Mal über die aktuelle Flüchtlingssituation in Sachsen informieren.
Bereits jetzt steht fest, auch kommende Woche beschäftigt die Flüchtlingsdebatte sächsische Politiker. Im Rahmen eines Arbeitsbesuchs in Niederösterreich will sich eine Delegation des Sächsischen Landtags über die Flüchtlings- und Asylpolitik mit österreichischen Politikern austauschen. Mit mehr Nachrichten des Tages melden wir uns gleich zurück. Willkommen zum Endausscheid der Cheerleader Olympics. Begrüßen Sie die Herausforderer und den amtierenden Champion. Ich bitte um Ruhe, die Mannschaften formieren sich. Halten die Bänke, was sie versprechen. Eine gewagte Formation. Schnell zum nächsten. Links nach links. Oh je, das schaut auch nicht sehr stabil aus. Schauen Sie sich dieses Chaos an. Und wieder ragt eine Bank heraus. Die ostsächsische Sparkasse Dresden. Wir gratulieren zum Sieg beim Bankentest von Focus Money. In und um Dresden gibt es wieder vermehrt Anrufe von Trickbetrügern mit der sogenannten Schwiegersohnmasche. So brachten sie zuletzt, telefonisch als Schwiegersohn getarnt, einen 68-jährigen Dresdner dazu, seine Ersparnisse in Höhe von 40.000 Euro einer zuvor angekündigten Botin zu übergeben. Auch in Pirna erlangten Betrüger 10.000 Euro von einer 88-jährigen Dame. Die Polizei rät deshalb zu einem gesunden Misstrauen am Telefon. Was sonst noch heute wichtig ist, sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Auf der B97 Hoyerswerda-Spremberg kommt es in dieser Woche wieder zu Behinderungen. Die Bundesstraße ist vom Abzweig Burg in Richtung Schwarze Pumpe halbseitig gesperrt. Die Bauabschnitte zur Deckenerneuerung sind etwa 500 Meter lang. Eine Ampel regelt den Verkehr. Bis zum 30. Oktober sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Tausend Besucher lockte das Hoyerswerda Stadtfest an diesem Wochenende zum Bummeln, Schauen und Spaß haben ein. Ein buntes Bühnenprogramm mit Musik für alle Altersgruppen, eine große Schlemmermeile und natürlich der Rummel boten reichlich Abwechslung. Auf das 20. Jubiläum blickte offenbar auch Petrus wohlwollend herab, denn auch das Wetter ließ wohl nichts zu wünschen übrig. Eine Reihe von Impressionen des Stadtfestes gibt es gleich. Exakt 1915 Läufer gingen am Samstag beim Citylauf in Hoyerswerda an den Start. Auf Distanzen von 10 Kilometer bis hin zum 550 Meter Kita-Lauf waren die Hobbysportler unterwegs. Natürlich kräftig unterstützt von zahlreichen Zuschauern, die anfeuerten. Diebe waren in der Kirche in Lauter im Gange. Wie erst jetzt bemerkt wurde, ist in den vergangenen 4 Wochen ein ca. 350 Jahre altes Taufbecken aus Zinn verschwunden. Den Wert des sakralen Gegenstandes konnte der Pfarrer bis dato nicht beziffern. Er dürfte jedoch nicht unerheblich sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
In den vergangenen 4 Wochen gab es im Raum Wittichenau, Königswartha und Puschwitz 16 gemeldete Übergriffe von Wölfen auf Schafe. Es handelte sich dabei sowohl um nicht oder unzureichend geschützte, als auch um Tiere, die nach den geforderten Mindestschutzstandards gesichert waren, informiert das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz. In einigen Fällen wird davon ausgegangen, dass der oder die Wölfe den Elektrozaun übersprungen haben. Im Territorium des Rosenthaler Rudels sei es daher nun erforderlich, Elektrozäune durch die Anbringung eines Flatterbandes zusätzlich zu sichern. Diese Schutzmaßnahme ist voraussichtlich für die Dauer eines Jahres notwendig. Am Samstag begann die neue Saison in der Handball-Sachsenliga. Für den LHV hatte der Spielplan mit der Reserve des HC Elbflorenz gleich einen schweren Brocken parat. Das Team von Conny Böhme kam aber etwas besser in die Partie und ging mit einer 12:10 Führung in die Kabine. Auch im zweiten Abschnitt startete die Heimmannschaft gut. In der 33. Minute erzielte Lukas Base das 14:11 und stellte somit erstmals einen Abstand von 3 Toren her. Die Männer aus der Landeshauptstadt ließen sich jedoch nicht abschütteln und verkürzten auf 1 Tor Rückstand. In der 45. Minute ging dann der HC Elbflorenz das erste Mal in dieser Partie in Führung. Nun blieb es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ging eine Mannschaft in Führung, so glich das andere Team sofort wieder aus. In der letzten Minute erzielte Malik Reimann den Treffer zum 25:24. Allerdings wenige Sekunden vor dem Ende der Partie bekamen die Landeshauptstädter einen Freiwurf und mit dem Schlusspfiff konnte der HC den Ausgleich erzielen. Ebenfalls mit einem Unentschieden endete das erste Saisonspiel der Damen des Hoyerswerda Sportclubs in der mitteldeutschen Handball-Oberliga. Zum Auftakt war der SC Gast bei den Aufsteigern aus Sachsen-Anhalt, dem HSV Magdeburg. Bei einem Stand von 11:10 für die Hoyerswerda ging es in die zweite Halbzeit. Hier konnten die Mädels trotz zweier spielbedingter Verletzungen eine 4-Tore-Führung bis zur 55. Minute halten. Dann zogen die Magdeburger davon und schafften 20 Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich zum 24:24. Nach dem warmen Wochenende haben wiederkehrende Regenschauer und grauer Himmel das Wetter am Montag dominiert. Mehr dazu erfahren Sie gleich in den Aussichten. Außerdem sehen Sie dann die Veranstaltungstipps. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von Sinn. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Thank you.
Ich hab schon gedacht, dass ihr kneift. Don't take my love away from me. Don't give me my heart and misery.
Elsterwelle Kalenderblatt. Am 14. September 2000, also vor 15 Jahren, wurde von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft die Flutungszentrale in Brieske in Betrieb genommen. Sie befindet sich heute im LMBV-Hauptgebäude in Senftenberg. Von dort aus wird via Computer geregelt, wie viel Wasser unter anderem aus der Spree und Schwarzen Elster zur Flutung der einstigen Tagebaurestlöcher entnommen werden kann. Durch den Kohleabbau der vergangenen Jahrzehnte ist das Grundwassersystem der Region gewaltig aus den Fugen geraten. Circa 7 Milliarden Kubikmeter Wasser wurden abgepumpt und abgeleitet. Dieses Defizit muss nun ausgeglichen werden. Das sichtbarste Zeichen für die Renaturierung ist die entstehende Seenlandschaft. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Frühstückstreff für junge Muttis bietet am Dienstag das Team vom Nachbarschaftshilfeverein im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizerstraße in Hoyerswerda an. Los geht's ab 9 und ab 15 Uhr steht wieder eine Schülerhausaufgabenhilfe im Programm.
Das Lausitz-Center Hoyerswerda feiert in dieser Woche den 20. Geburtstag und bietet deshalb täglich um 11, 14 und 16 Uhr ein buntes Unterhaltungsprogramm an. Am Dienstag sind die Musikclowns von Triolet zu Gast. Die Energiewelt Mobil der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda macht am Dienstag Station auf dem Dorfplatz in Schwarzkollm. Beratungen zu Leistungen, Tarifen und Vergünstigungen der VBH erfolgen dort in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können Mädchen und Jungen am Dienstag helfen, Dekorationsmaterial für die Farm anzufertigen. Dies ist von 14 bis 18 Uhr möglich und von 14 bis 16 Uhr gibt es auch Tipps zur gesunden Ernährung. Und das Blow-Up-Kino der Hoyerswerda Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 zeigt am Dienstag um 17 Uhr den deutschen Film Victoria und um 20 Uhr den US-amerikanischen Streifen Gefühlt Mitte 20. Nachts abziehende Regenfälle und teils aufklaren, Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Am Dienstag gibt es am Himmel in der Mitte der Lausitz einen Sonne-Wolken-Mix, was sicher auch den Schmetterlingen gefallen dürfte, denn es ist teils länger heiter und niederschlagsfrei. Nachmittags dann von Westen her aufziehende Wolken und örtlich einzelne Regenschauer. Das Quecksilber klettert auf Höchstwerte zwischen 19 bis 22 Grad. Am Mittwoch neben Wolkenfeldern auch länger heiter und weitgehend trocken bei bis zu 24 Grad. Am Donnerstag teils sonnig und spätsommerlich warm. Das war die Drehscheibe für Montag. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten.